Die estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas hat die NATO-Verbündeten aufgefordert, sich dafür einzusetzen, den Weg für die Mitgliedschaft der Ukraine zu ebnen. Kallas traf im NATO-Hauptquartier in Brüssel Generalsekretär Jens Stoltenberg. Beide bekräftigten erneut ihre Unterstützung für die Ukraine. Our duty is to continue the process with Ukraine's NATO membership. We must demonstrate through our words and actions that Ukraine's path to NATO is irreversible. Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine 2022 war Kallas eine treibende Kraft bei den Bemühungen der EU, Russland mit Sanktionen zu belegen, der Ukraine militärische Unterstützung zukommen zu lassen und die Verteidigungskapazitäten der EU zu stärken. Sie ist eine der schärfsten Russland-Kritikerinnen in Europa und soll nun die EU-Außenbeauftragte werden. Während der Pressekonferenz nutzte Stoltenberg auch die Gelegenheit, seine Freude über die Ernennung von Mark Rutte zu seinem Nachfolger zum Ausdruck zu bringen. He knows NATO very well and he is a very skilled and experienced consensus builder, which is perhaps the most important task of any NATO Secretary General, is to build consensus among 32 allies. Rutte unterstützt ebenfalls die Ukraine und ihr Recht auf Selbstverteidigung gegen den russischen Angriffskrieg. Dies habe ihn auch dazu bewogen, sich für den NATO-Job zu bewerben, so der 57-Jährige.